Herzlich willkommen zu unserem Kindergottesdienst. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, ja, ihr habt ganz viel Spaß. Ich finde einfach spitze, dass ihr da seid. Singt mit! Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm hier. Einfach spitze, dass ihr da seid. Wir freuen uns ganz doll. Und bevor Katrin euch jetzt eine Geschichte erzählt, in dem es um groß, um klein, um eine große Aufgabe geht, die ihr vielleicht nächste Woche auch noch habt, wollen wir noch zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, hab du Dank, dass du da bist. Danke, dass wir uns wieder hier treffen können. Danke, dass du unsere Herzen weißt und unsere Sehnsucht nach dir. Mach uns jetzt unsere Herzen auf für dich und dein Wort. Lass uns zuhören, was du uns zu sagen hast. Amen. Und wir sagen noch Halli, hallo, herzlich willkommen. Halli, hallo, jetzt geht es los. Halli, hallo, herzlich willkommen. Vorhang auf für klein und groß. Ja, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Katrin, mit ihrer Geschichte. Und danach wird euch Wienes noch in die nächste Woche schicken. Und ja, Vorhang auf für klein und für groß. Viel Spaß. Ich sage tschüss. Hallo, es ist wieder soweit. Lasst uns gemeinsam Kindergottesdienst feiern. Und auch heute zünden wir unsere Kerze an, damit sie jeder sehen kann. In unserer Mitte brennt ein Licht. Es sagt uns, Gott vergisst uns nicht. Sagt mal, Kinder, kennt ihr das, dass ihr euch an manchen Tagen viel kleiner als andere fühlt? Dass ihr feststellt, ach, das kann ich gar nicht so gut. Wie mein Freund oder meine Freundin? Oder warum kann der oder die das viel besser als ich? Ach, und dann fühlt man sich richtig schwach und das fühlt sich nicht gut an, stimmt's? Ja, und das habe ich als Kind auch oft erlebt. Und dann fiel mir ein, dass ich damals im Kindergottesdienst, als ich noch ein kleines Mädchen war, mit vielen anderen Jungen und Mädchen gemeinsam ein Lied gesungen habe. Und den Text von diesem Lied möchte ich gern mit euch teilen. Da heißt es, an der Hand eines Starken zu gehen. Das ist schön, das macht stark. An der Hand eines Starken zu gehen, das gibt Mut und Sicherheit. An der Hand unseres Gottes zu gehen, das ist schön und das macht stark. An der Hand unseres Gottes zu gehen, das gibt Mut und Sicherheit.
Und heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, in dem auch ein junger Mann Mut gefasst hat und Sicherheit bekommen hat, indem er Gottes Hand ergriffen hat. Er wusste, Gott ist an seiner Seite. Und das hat, obwohl er sich ganz klein gefühlt hat, ganz viel Mut gemacht. Er hat ganz großes Vertrauen gehabt. Und davon möchte ich euch jetzt berichten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. 1, 2, 3. Zur nächsten Bibelgeschichte öffne ich unser Kami Shibai. Könnt ihr euch an David erinnern? Ich habe euch das letzte Mal von David erzählt. Heute möchte ich euch noch mehr von David berichten. David hat eine große Familie und er ist das jüngste Familienmitglied. Aber er hat schon eine sehr wichtige Aufgabe. Davon habe ich euch beim letzten Kindergottesdienst berichtet. Er hütet draußen auf den Feldern die Schafe. Seine großen Brüder haben anderes zu tun. Die ziehen als Soldaten mit König Saul in den Krieg. Denn das Volk der Israeliten wird von dem gewaltigen Heer der Philister bedroht. Auch David dient dem König, doch nicht als Soldat. Wenn David zum König gerufen wird, soll er für ihn, na, könnt ihr euch erinnern? Genau, er soll für ihn auf der Harfe spielen. Das beruhigt den mächtigen Mann und David ist wirklich ein sehr, sehr guter Harfenspieler. Bei dem schrecklichen Krieg aber, der zwischen den Philistern und Israeliten ausgebrochen ist, scheint Musik nicht viel zu helfen. Da wird mit gefährlichen Waffen gekämpft. Besonders gefährlich ist ein Soldat namens Goliath. Und der gehört zu den Philistern. Goliath ist wirklich ein riesiger Mann. Er trägt eine Rüstung aus schwerem Erz und einem Helm aus Kupfer. Das Schwert an seiner Hüfte ist furchtbar scharf und niemand zweifelt daran, dass seine langen Wurfspeere wie ein Blitz übers Tal zum Lager der Israeliten sausen können. Und deshalb haben alle Angst vor ihm. An jedem Morgen und an jedem Abend brüllt Goliath zu den Israeliten hinüber. Na, ihr Feiglinge, traut sich denn niemand gegen mich zu kämpfen? David kennt die donnernde Stimme des großen Soldaten. Manchmal trägt er einen Korb mit Broten für seine Brüder zum Lager der Israeliten. Da kann es leicht passieren, dass er sich die Drohungen und das Gelächter des Goliath mit anhören muss. Wenn Goliath lacht, dann ist das kein freundliches Lachen. David findet dieses Lachen ganz schrecklich, weil Goliath auch über Gott lacht. Was seid ihr so ängstlich? Ruft Goliath den Israeliten jeden Tag zu. Warum vertraut ihr denn nicht auf euren Gott? Ha, was taugt euer Gott, wenn er euch doch nicht helfen kann? Und dann brüllt Goliath noch etwas. Wenn einer von euch mich besiegen kann, dann habt ihr gewonnen. Aber wenn niemand sich traut, dann werdet ihr bald alle unsere Gefangenen und Knechte sein. David lässt den Korb fallen, den er zu seinen Brüdern tragen soll, vor Schreck. Knecht sein bei diesem schrecklichen Riesen?
Niemals! Moment mal, ruft er den israelitischen Soldaten aufgeregt zu. Habt ihr gerade gehört, was Goliath da eben gesagt hat? Und wie er sich über Gott lustig macht? Das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Davids Stimme zittert. So wütend ist er. Und dann sagt er ganz mutig: Lasst mich gegen Goliath kämpfen. Die Soldaten schauen ihn verblüfft an. Du? Ach, David, geh lieber wieder zu deinen Schafen. Das hier ist doch nichts für dich. Aber David lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Gebt mir eine Rüstung, sagt er mit fester Stimme und rührt sich nicht vom Fleck. Da merken die anderen, dass er es wirklich ernst meint und führen ihn zum Zelt des Königs. König Saul staunt. Wird der kleine David tatsächlich gegen den großen Riesen kämpfen? Saul weiß, dass David ein tüchtiger Junge ist. Er lässt Rüstung, Helm und Schwert herbeibringen, um den Kleinen wenigstens sicher zu verpacken. Doch all die klirrenden Teile sind viel zu groß und zu schwer für den Jungen. Der kann damit kaum einen Fuß vor dem anderen setzen. Schnell legt David die Rüstung wieder ab, greift nach seinem Hirtenstab und steckt seine Steinschleuder und ein paar glatte Steine ein. Was vor gefährlichen Tieren beim Hüten der Schafe schützt, hilft vielleicht auch im Kampf gegen Goliath. Und noch etwas kommt David in den Sinn. Gott hat mir immer geholfen, denkt er. Und er wird auch diesmal mich nicht allein lassen. Goliaths Lachen dröhnt laut übers Tal, als er David kommen sieht. Dieser kleine Winzling will gegen mich kämpfen, brüllt er und fuchtelt mit seinem Schwert vor David herum. David fürchtet sich, aber er verliert nicht den Mut. Immer wieder muss er daran denken, was Gott den Menschen versprochen hat. Ich bin bei euch. Ängstlich wandert sein Blick von unten nach oben an Goliath entlang. Er sieht seine riesigen Füße, den massigen Leib, der von einem schweren Panzer umschlossen wird, die starken Hände, die schon das blitzende Schwert gegen ihn richten. Und er sieht die bösen Augen von Goliath. Genau zwischen den Augen sieht er einen Punkt an Goliaths Stirn. David spürt die glatten Steine in seiner Tasche. Er hört, wie Goliath ihn verspottet. Schlimmer noch, er spottet auch über Gott. Alles, was jetzt geschieht, geht blitzschnell. Ein Stein aus Davids Schleuder saust durch die Luft und trifft den großen Riesen an der Stirn direkt zwischen den Augen. Der Riese schwankt. Und plötzlich stürzt er krachend zu Boden. Goliath ist tot. Für einen Moment wird es ganz still über dem Tal. Dann jubeln die Soldaten. Wir sind frei. David hat den Riesen besiegt. Die Philister haben keine Macht mehr über uns. Der König lässt David noch am gleichen Tag zum Palast führen. Was ist das nur für ein Junge, wundert er sich. Da sind aus der Straße schon die ersten Freudengesänge und Trommeln zu hören. Das war die Geschichte von David und Goliath. 1, 2, 3. Jetzt schließt sich unser Kamishibai. Na Kinder, war das eine spannende Geschichte? Ich möchte euch jetzt noch einladen, mit mir zu beten.
Lieber Gott im Himmel, David war viel kleiner als Goliath und er hat aber darauf vertraut, dass er siegen wird, mit dir an seiner Seite. Auch wir fühlen uns manchmal klein und wir können auch vieles nicht. Doch du bist bei uns, du liebst uns und beschützt uns. Und das macht uns stark und gibt uns Kraft und Mut. Danke, Gott. Amen. Ihr habt gerade eine schöne Geschichte gehört. Stimmt? Es freut mich. Und nun wollen wir unser Gott loben und preisen. Er ist immer gut zu uns. Lasst uns alle aufstehen und zusammen singen. Das Lied immer und überall. Wenn ihr Bewegungen kennt, dann macht ihr dazu. Okay? Bevor unser Kindergottesdienst zu Ende kommt, wollen wir alle beten. Und zwar, ich lese das Gebet, was König David geschrieben hat. Der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Und jetzt möchte ich euch wünschen eine gesegnete Woche. Gott sei mit euch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Musik.